Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es ein kleines Warm-up-Video für Billie Eilish. Da haben wir viele tiefe Töne dabei und wir haben auch sehr hohe Kopfstimmregisteranteile mit dabei. Also wir haben Kopfstimme, dann wirklich sehr hohe Kopfstimme und ja, dafür wärmen wir uns jetzt heute auf und wir starten mit den tiefen Tönen. Du willst besser singen lernen? Dann schau mal bei tanyalevyvocalstudio.com. Dort gibt es Gesangsunterricht, verschiedene Übungspakete, Warm-ups und Gesangsanalysen schon ab 13,99. Wie singst du mit Power? Was ist Mix-Voice und wie kann ich Töne treffen? Hol dir jetzt ganz bequem für zu Hause dein Übungspaket oder buche direkt mit Tanja eine Gesangsstunde auf tanyalevyvocalstudio.com. Und die Übung geht folgendermaßen. Ich spiele das mal einmal vor und dann machst du es nach. Ja, 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 wir bleiben offen auf mir, ja. Ich mache es noch einmal vor. Ja, 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 ja. So, und wir starten mal so ein bisschen höher und gehen dann so langsam runter. Wir starten mal. Wir starten hier. Was ja schon für einige Kopfstimme ist, für andere nicht. Bleiben wir bitte weiter offen. Ja, 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 Kinnlade runter. Und der Kehlkopf geht jetzt ein bisschen tiefer. Nochmal ohne mich. Sehr gut. Ja, 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 wir sind sehr tief für viele jetzt hier. Für mich nicht. Ja, ja, ja. Jetzt musste ich auch selber lachen. Es tut mir leid. So, nochmal. Ja, 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 ja. Würde ich wahrscheinlich so nicht singen, aber kann man mal machen. Nochmal. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So, und was wir auch nicht wollen, ist, dass wir da jetzt durchpowern. Weil das klingt einfach auch nicht gut. Ja, 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 ja. Das heißt, wir nehmen so ein bisschen den Druck weg, die Intensität. Ja, den Stimmendruck, ne? Dass wir es ein bisschen weicher machen. Ja, 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 ja. Und ich habe jetzt einfach weniger Kraft einen Satz gegeben. Wir machen ein bisschen höher. Ja, 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 ja. Ihr seht, ich will also nicht ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Der Unterschied war eben der Druck hier. Also ich habe halt nicht ja, ja, ja viel Druck auf den Stimmbändern gegeben, sondern ich habe es ein bisschen weicher gemacht, ich habe das Volumen zurückgenommen und einfach, wie gesagt, weniger Druck. Sollen wir vielleicht nochmal ein tiefer gehen oder ist das, also für einige ist das jetzt hier schon Schicht im Schacht, das wäre jetzt, oh, für die Männer ja nicht, für die Männer ja nicht, deswegen machen wir jetzt nochmal ein paar. So. Also auch für einige Männer Schicht im Schacht. Und für die hohen Töne starten wir jetzt mal mit einem U und wechseln dann in ein I und das sieht ungefähr so aus. Und jetzt du. Schnelle Abfolge dann. Und wir bleiben weiter auf I. Sehr gut. Und ein bisschen, gib mir ein Lächeln hier. Wir machen jetzt nochmal ein mehr. Wir sind schon fast zu hoch. Ups. Wir sind fast zu hoch hier eigentlich. Obwohl, ne, sie, da ist ein Halt, da geht sie doch ziemlich hoch in die Kopfstimme.
Was man jetzt nochmal üben könnte, ist so ein bisschen mehr das Ganze relaxed auszusehen, weil sie ist jetzt nicht so die riesen Belterin, da ist jetzt nicht so viel, ne, wie bei Adele, dass da jetzt sehr viel Druck ist und dann wird jetzt, da werden große Töne jetzt rausgebeltet, sondern es ist halt immer sehr bequem, ne? Und da könnten wir jetzt auch nochmal was zu machen. Und da könnten wir mal einmal Crescendo, Decrescendo üben, um einfach mal so eine... Und da möchte ich, dass du jedes Mal so ein bisschen ansetzt, ein bisschen weicher. Also so ein bisschen Crescendo, ein bisschen spielerisch, nicht ganz super hart Crescendo. Aber so ein bisschen in diese Richtung. Bisschen mehr runterschrauben, mehr Pianissimo, ganz leicht, ganz bequem. Mach jetzt du. Sehr gut. So ist es. Sehr gut. Und versuch immer dieses Level zu behalten, dieses, ne, tiefe, nee. Sehr gut, und versuch immer ganz entspannt zu sein, relaxed zu sein. Wir wollen nicht du kannst auch jetzt in die Kopfstimme gehen, wenn du willst. Einmal noch. Noch einmal. Komm. So. Sie sind so, so. Ich habe nicht gesagt, dass das gut klingen soll. Mal bis hier. Genau, was ich jetzt auch gerade gesagt habe, ist, meistens klingen Gesangsübungen total furchtbar und viele müssen auch mal lachen, weil die denken, oh, diese Sounds habe ich noch nie gehört, und das jetzt zu singen ist ja auch für viele peinlich, und wo ich auch damals, also manche Übungen habe ich kennengelernt, wo ich dachte, oh Gott, muss ich das jetzt wirklich machen? Meine Schüler haben sich schon dran gewöhnt, die wissen, dass man beim Gesangsunterricht viele Sounds machen muss, auf die man keine Lust hat und die vielleicht auch nicht richtig kennt, aber die haben allen Sinn und Zweck. So, meine Lieben, schaut mal jetzt rein in andere Videos hier von mir. Ein bisschen mehr Tutorials. Wir haben hier meine Schülerin, die ist auch dabei. Wie singe ich Billie Eilish? No Time to Die. Diese ganz hohe Note da. Da erzähle ich auch einen Trick. Und wir gehen so ein bisschen diesen Song durch. Und ich sehe euch immer im nächsten Video oder auch auf Instagram.